Medical attention. Geht in Deckung. Scheiß, ich bin draußen im Feld, hacke unkraute Mais durch das Fieber in der Luft. Sehe ich meine Farm, meine Frau rupft ein Huhn für das Essen zum Abend. Ich sehe auch meinen 6-jährigen Jungen im Staub vor dem Haus, tut der Weg mit dem Hund. Ich drehe mich um und arbeite weiter, krieg viel zu spät mit. Es kommen ein paar Reiter, sie sind fast am Haus, da bemerke ich sie. Ich höre einen Schuss, mein Sohn geht in Deckung. Meine Frau schreit auf, drei weitere Schüsse killen sie und die Hunde. Mein Herz wird zerrissen, ich kann nichts tun, hab mein Gewinn nicht zur Hand. Feind gesichtet. Ich bin ins Feld, sie von dort aus mit an. Wie
schwör, und wenn es das letzte ist, euch bring ich ins Grab. Vor Gott bin ich Sünder, ein Mörder für Menschen. Leider hab ich nichts gelernt außer Kämpfen. Kenn keine Grenzen, mit meiner Bande schoss ich auf die Kuh. Das ist verstanden, wir gingen in den Banken, schrien Geld oder Blut. Wir ritten davon, schrien die Welt ist verflucht. So was geht selten, okay, wir sind gleich verhelfen. Waren wie Brüder, doch er war wie Feind. Er legte mich rein, er sollte mich verfolgen. Gegen mich hat man gefangen, zu stellen. Sie merken zu schnell, dass ich Dirty Pete folge. Sie rauchen von dann die Revolver. Ich steh auf, um die Knarren zu zücken. Mein Messer blitzt, ich stoße es an. Den anderen erwischen. Ich bin ein Schuss, er fällt auf den Tisch, der zerbricht. Was war denn mit dem Beistand? Du suchst einen Mann namens Dirty Pete. Okay, meine Familie, ich hab nur noch ein Ziel, ihn zu töten. Los, los, los! Ein teuflisches Spiel. Was der Bauer erzählt. Ein wie die Trauer den Bauern quält. Deshalb verkehrt er uns wohl in den Bergen. Sich Dirty Pete und sein Geläuft vom Berg. Wenn's mein Schuss verfehlt ihn, doch er trifft mich in den Hals. Alle sind kalt gemacht, denk ich doch falsch gedacht. Der Fremde schreit auf einmal. Dann hat er ein, zwei Schüsse und der Fremde zum Boden. Ich seh dort die Krieg mit gezückten Pistolen. Ich breche Blut, als ich zum letzten Mal spreche. Hey Bauer, bring bitte den Drecksack zur Strecke. Vergiss nicht, für mich ist die Hoffnung verloren. Er schießt und Beats sind getroffen. Ich hab es geschafft, die Rache ist mein. Ich begrabe den Schatten auf die Steine, dann leuchte ich heim. Doch während ich reite, treffe ich auf den Sheriff und seine Leute. Sie nehmen mich fest, liegen fort an dem Mann im Saloon, dem ich mein Messer im Rücken rammte. Ich wehre mich nicht, wo soll ich noch anstrengen? Ich hab alles verloren und jetzt bin ich weg. Am Vorrang, goldenen Hirsch wie die morgens 6 im Tegel, Terminal 6, ein Mann mit G. Stopp zur Übernahme, bereit steht im Fieberwahn des Todes, zieht ein Umschlag mit viel Kohle und stirbt dann. Wie besprochen, finde ich die Dist, lauf zum Auto um die Frist. Einzuhalten, da scheint ein Schuss, der mir galt doch zwei Gestalten an der Bus. Alte Stelle, die da steht, ich
los hier weg. Renn ich zur Karre und geb Gas ab nach Tegel und hoffe, das war's. Falsch, denn paar Minuten später versucht ein Beamer, mich von der Straße abzudrängen. Doch als er mich rammelt, zeige ich ihm mal, wo es als echter Berliner in solchen Sachen so lang geht. Kein Gebet kann ihm mehr helfen, als er gegen eine Wand fährt. Der Rest des Wegs mit weichen Knien verläuft problemlos. Ich steh pünktlich am Zielort, warte auf den Mann mit Gehstock. Frankfurt, Frankfurt, London, New York, Madrid. Durch den Jetlag tickt meine Uhr falsch, aber trotzdem bin ich fast fit. Ein Frühstück aus Kitten und Kaffee im Taxi auf dem Weg zum nächsten Flughafen. Nachts erreicht mich im Hotel ein Anruf eines sterbenden Mannes, den ich aus seinem früheren Leben kannte. Er nannte mich bei einem Namen, den ich seit langem zum ersten Mal vernahm. Mahnte mich an ein Versprechen, das ich gab, an einen Schwur auf das Grab meiner Mutter. Ich sah keine Alternative, verschickt das Schlaflauf später. Starte zum Flughafen. Fahren, ist die Zeit wie immer zu knapp. Ich muss ohne Verzögerung in die deutsche Hauptstadt. Und von einem Boot meine Geheimnis Kraft entgegenzunehmen für einen Toten. Kann ich das schaffen? Frage ich mich beim Verlassen des Flugzeugs in Tegel. Ich habe nicht meine richtige Waffe, aber irgendwie muss ich das schon wegen lassen. Jetzt darf ich vor allem diese Probleme nicht verpassen. Und zwei sich treffen, die sich eigentlich nicht kennen. Doch auch wenn sie miteinander gleiche Sachen sind, auch wenn sie Welten trennen, können sie sich verbünden. Aus unbestimmten Gründen nehmen sie ein Heimgehen. Auf der Suche nach der gleichen Sache sind, auch wenn sie Welten trennen, sich verbünden. Aus unserer Schrift nehmen sie ein Heim, und sich erfinden. Alle direkt zum Kofferband hin, als mitten durch die Wappen. Ein Herr schwarzer Damit wird die Begleite zu einem plötzlichen Aufschlag von Gewalt. Ein junger Mann, der sich wild verteilt, wird von einigen Gestalten hinterhältig überwältigt. Doch ohne Hellsicht wird schnell klar, wie es sich verhält. Ich werd auf einmal überrascht, ich bin scheißig an meiner Seite. Wenn ich an der Schulter fordern, dass ich sie begleite. Darauf steckt der eine Ellbogen aufs Nasenbein, aber der andere wird mir laufen, dass ich durch viel nicht mehr unterwandere und gehorsam mit ihnen zu einer schwarzen Limousine. Gehe und einsteige, die Reifen quietschen, als sie fliehen. Mehr krieg ich nicht mit, ein Schlag auf Kopf, dann fixe. Genügen, um mich zu betäuben und ich sinke in die Sitze. Sofort schwing ich meinen Stock wie ein Speer. Bedrohe einen Taxifahrer, der sich nicht lang wehrt. Sehe, als ich hinter das Steuer springe, noch wie dieses Auto wegfährt. Voll Gefährt mit Vollgas. Ungefähr 210 auf der Stadt aus der Bahn gefahren. Jetzt fast auf gleicher Höhe, gefährlich nah. Geschossen so viel wie um die Nase. Ich schieße zurück, wenn noch nur ein Böse enden, ich muss schaffen, denn ich schaffe es noch, das Steuer mich zu reißen und die Sache zum Guten zu wenden. Aber der schwarze Wagen sie nehmen die Ausfahrt, Spandauer Damm. Ich komme nicht hinterher, das dauert viel zu lang. Gebe nochmal die Zusammenhang, alles klar, aber ich bleibe dran. Wenn zwei sich treffen, die sich eigentlich nicht kennen, doch auf der Suche nach der gleichen Sache sind, auch wenn sie Welten trennen, können sie sich verbünden, aus unbestimmten Gründen, denen sie ihr Ziel sicher finden. Wenn zwei sich treffen, die sich eigentlich nicht kennen, doch auf der Suche nach der gleichen Sache sind, aus unbestimmten Gründen leben sie Einheiten, die ihr Ziel sicher finden. Nun verhalte ich mich unaufmerksam zurück und verfolge sie bis zur Zitadelle Spandau. Sie steigen aus, fangen auf, einmal zu laufen, wobei sie diesen Jungen mit Schleifen. Ich lasse die Reifen quietschen, streife einen von diesen Idioten. Zwei andere ziehen Pistolen, ein Vierter schreit in sein Handy und verstarrt ihn zu holen. Ich schütze deine Wacht, ich glaube, ich wurde schon verstohlen. Ein geschlossener Augen ist noch nicht. Steht neben mir, schießt auf dem Auto, aber ich bringe ihn mit einem gezielten Tritt auf den Weg, wieder zu Fall. Dabei tut meine Kugel sich auf, wo mir die Knarre einen Knall lässt. Ich rutsche in der Karre, ist in die Mauer der Zitadelle. Geheiß, ich bin schon sehr zwei Männer, die sich schnell aus dem Staub machen wollen. Shit, sie haben die CD. Aber wissen nicht, dass ich jetzt durch der Gruppe stehe. Auf diese zu rennen, mit einem Sprung auf dem fahrenden Auto. Rettete ich mich in den Burggraben und dort kauert mein Widersacher aufzulauern. Gescheuert und schauen, weder rechts noch links. Und so haben sie keine Chance, als ich hinter sie springe. Und sie mit dem Stock aus noch ich zwinge sie in die Knie, nehmen die CD und fliehe vom Ort des Geschehens. Halt, wo willst du hin? Ich hab noch einige Fragen. Und außerdem habe ich gerade die Schlüssel von dem Wagen, mit dem, die mich entführten, hier gefunden, lass uns fahren. Auf dem Weg zum Flughafen kannst du mir alles offenbaren. Okay, los, gib die Schlüssel her. Hier, nur schnell abhauen. Ich würde aber ernsthaft gerne wissen, was auf dieser verdammten CD drauf ist.
Ja, Junge, das wüsste ich auch gerne, aber ich habe selber keine Ahnung. Aber es muss doch irgendeinen Anhaltspunkt geben nach diesem ganzen Stress, der hier passiert ist. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich mich darum kümmern musste, aber... Ich werde das Ding in irgendeinen Computer stecken. In irgendeinen Computer? Warum denn Computer? Ich denke, wir fahren jetzt zum Flughafen. Ja, und? Ich will auch nicht wissen, was damit los ist. Naja, ja. Steck's doch mal in den CD-Player. Sicherheit, fight! Brauche Verstärkung. Thank you.
Treffen Sie Ihre Wahl.
Fight.